Hallo, ich möchte euch kurz vorstellen, welche Bücher ich im Oktober diesen Jahres gelesen habe. Das waren eine ganze Menge, denn ich war leider krank. Andererseits hatte ich dadurch Zeit, Bücher zu lesen. Und deswegen fange ich gleich an. Als erstes stelle ich kurz die Bücher vor, die Fiction sind. Und am Ende stelle ich die zwei Bücher vor, die ich als Non-Fiction-Bücher gelesen habe. Als erstes beendete ich diesen Monat Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Der grobe Rahmen ist, dass sich die Hauptperson Ifemelu in einen Jungen verliebt und sie glücklich verliebt sind und dann aber die Hauptperson Ifemelu in die USA auswandern kann und der Junge nicht nachkommen kann. Genau, das geht also grob um meine Liebesgeschichte. Auf einer anderen Le Ebene geht es in diesem Buch auch viel um Gesellschaftsanalyse in Bezug auf Rassismus. Also wie Rassismus in den USA aussieht, ein bisschen auch in England und ein bisschen auch in Nigeria. Und mir hat das Buch recht gut gefallen. Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht. Dann habe ich diesen Monat Die Maschinen von Anne Leckie beendet. Das ist der erste Teil von einer Sci-Fi-Trilogie, wie man auf dem Cover schon vermutet. Bei diesem Cover konnte ich irgendwie nicht so schätzen, ob der aus den 80ern kommt oder neu ist. Tatsächlich ist dieses Buch relativ neu. Es ist 2013 erschienen. Wusste davon nichts. Ich habe das Buch aber geschenkt bekommen von Schwarz-Rund und genau, weil ich es geschenkt bekommen habe, habe ich es gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich könnte den Inhalt, glaube ich, recht gut in drei Sätzen zusammenfassen, aber das würde die gesamte Geschichte verraten und das will ich in meinen Monatsüberblicken eigentlich nicht. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, worum es geht. Auf jeden Fall geht es um künstliche Intelligenz. Abgesehen davon, dass ich euch jetzt wenig von diesem Buch erzählen kann, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde voll viele interessante Gedankengänge da drin und die Welt ist sehr interessant und man erfährt auch einiges. Also dieses Buch hat auch ein paar Seiten dafür Zeit. Und obwohl es so dick ist, habe ich es echt schnell gelesen, weil ich es super spannend fand und auch interessant. Also so der ganze Komplex mit künstlicher Intelligenz und Körper und solche Sachen fand ich sehr spannend. Und genau, ich will die anderen Teile auch lesen und ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr Sci-Fi mögt, dann glaube ich, könnt ihr auch mit diesem Buch etwas anfangen. Und dann hatte ich Lust darauf, mir im Oktober auch so ein bisschen gruselige Sachen durchzulesen. Ich bin aber nicht so der Horrorgeschichten, Grusel-Thriller-Mensch, weswegen ihr das auf jeden Fall nicht von mir erwarten könnt. Und naja, war dann so ein bisschen unentschlossen, was ich lesen will. Ich habe mir dann verschiedene Videos angeguckt. Das erste Buch, was ich für dieses Halloween-Thema gelesen habe, war Sophie im Schloss des Zauberers. Dieses Buch hat, glaube ich, Perpetual Pages mal genannt und mochte es sehr gerne. Das ist, glaube ich, die Grundlage für den Film Das wandelnde Schloss. Und der Film hat mir sehr gut gefallen, weswegen ich dann mich auch auf dieses Buch schon sehr gefreut habe. Der Film ist ja auch sehr bekannt. Es ist eine sehr märchenhafte Geschichte, in dem die Hauptperson die älteste Tochter eines Hutverkäufers durch eine böse Hexe verflucht wird und deswegen altert und dann so eine 80, 70, 80-jährige alte Frau ist und nicht mehr zu Hause bleiben kann und will und deswegen einfach sich auf eine Reise begibt, wo sie viel mit Hexen und Zauberern und so zu tun hat. Und ich fand die Atmosphäre des Buches voll angenehm, vielleicht auch, weil ich immer so ein bisschen die Miyazaki-Bilder im Kopf hatte, aber das Buch habe ich auf jeden Fall mit Freuden gelesen. Das nächste Buch ist, glaube ich, ähnlich gruselig, Monster Calls von Patrick Ness.
Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es, glaube ich, über My Name is Marines gefunden, wobei ich jetzt das Video nicht mehr gefunden habe. Aber auf Goodreads hat die Person es auf jeden Fall auch mit 5 Sternen bewertet. Mir hat es auch so gut gefallen, dass ich ein extra Video dazu gemacht habe. Deswegen hier nur kurz zusammengefasst. Die Hauptperson dieser Geschichte ist ein kleiner Junge, dessen Mutter todkrank ist und der dann von einem Monster besucht wird. Und die Geschichte finde ich, es ist auch ein Kinderbuch, deswegen es sind sehr starke Themen, aber trotzdem auf einer vielleicht kindgerechten Art und Weise auf jeden Fall. Und ja, ich musste schon ein bisschen weinen, als ich dieses Buch gelesen habe. Es geht viel um Trauer und Wut und solche Dinge. Und die Geschichte ist voll schön und wurde zusätzlich noch unterstützt durch die schönen Illustrationen. Also schon das Cover finde ich einfach sehr ansprechend. Und als letztes habe ich in diesem Themenkontext das Buch Anjas Geist beendet. Das ist ein Comic und es kommt auf jeden Fall auch ein Geist drin vor, so wie in der Monstergeschichte auch ein Monster drin vorkommt. Aber dieser Geist ist tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Also das habe ich aus der Kinderabteilung ausgeliehen. Also für Kinder ist es vielleicht ein bisschen gruselig, für mich auch. Im Zusammenhang mit dieser Geistergeschichte geht es auch darum, dass Anja mit ihren Eltern von Russland in die USA migriert ist und jetzt halt so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte mäßig sich selber finden muss und so. Das ist Teil davon und Teil davon ist eine Geistergeschichte, weswegen ich es jetzt im Oktober gelesen habe. Und die letzten drei Bücher, die ich im Kontext von Halloween gelesen habe, die aber alle Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten lesen, waren Harry Potter. Es kommen auch Zauberer und Hexen drin vor, deswegen Halloween. Aber genau, jeder kennt Harry Potter, deswegen werde ich da nichts zu sagen, weil ich glaube, das ist nicht nötig. Aber ich höre die Bücher immer gerne als Hörbücher nochmal wieder neu, weil sie einfach so vertraute Geschichten sind. Deswegen habe ich jetzt damit angefangen und ich glaube, ich werde bis Ende diesen Jahres die anderen 4 Bücher auch zu Ende hören. Und damit zu den letzten zwei Büchern, die Non-Fiction-Bücher sind. Einmal habe ich das Heftchen Neue Rundschau beendet. Ich werde dazu auch ein extra Video hochladen. Ich habe es aber noch nicht geschnitten. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Es sind viele verschiedene Beiträge von unterschiedlichen Leuten zusammengestellt worden von Manuela Bauche und Sharon Dodua Ochu. Ich finde, die haben einen sehr guten Job dabei gemacht und der Hauptteil der Beiträge beschäftigt sich um eben das Thema Geschichte schreiben aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, auf wissenschaftliche Art und Weise, auf künstlerische Art und Weise, auf poetische Art und Weise, also einfach sehr viel unterschiedliche Art und Weise, sich mit dem Thema Geschichte schreiben zu beschäftigen. Ein Thema, was die Leute auch alle noch verbindet, ist, glaube ich, Rassismus und dass das auf eine rassismuskritische Art und Weise passieren sollte. Und das letzte Buch, was ich beendet habe, war Fashionista. Dieses Buch wurde mir leider geklaut, weswegen ich so 2 Monate Pause im Lesen drin hatte. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Auch dazu wird es ein extra Video geben, was auch noch nicht geschnitten ist. Es geht hier viel um Gewichtsdiskriminierung oder Dickenfeindlichkeit in Deutschland. Und Magda Albrecht hat hier viel auch so eine autobiografische Perspektive reingebracht. Also ist sehr viel autobiografischer Teil dabei, aber auch wissenschaftliche Forschung und so sind in sehr verständlicher Alltagssprache irgendwie erklärt. Auch das Buch hat mir sehr viel gebracht und besonders in meinem Alltag und in meinem eigenen Denken neue Reflexionsanhaltspunkte gegeben. Das war's für diesen Monat. Es waren sehr viele Bücher dabei. Wie gesagt, ich war krank, ich hatte Zeit. 3 Bücher habe ich als Hörbücher gehört, was ja auch im kranken Zustand sehr gut geht.
Aber ich freue mich, es waren echt einige gute Bücher dabei. In Bezug auf Halloween hatte ich auch ein paar Bücher abgebrochen, aber genau, die erwähne ich nicht, weil darüber kann ich ja nicht so viel sagen. Ich bin also sehr zufrieden mit meinem Lesemonat, dass ich so viele coole Bücher gefunden habe und so viel Glück hatte mit meiner Buchauswahl. Wie ist euer Lesemonat so gelaufen? Habt ihr extra für Oktober, Halloween bestimmte Bücher gelesen oder ist euch das egal? Und wenn ihr einzelne Bücher gelesen habt, zu denen ich keine extra Videos gemacht habe, würde mich auch interessieren, was ihr von diesen Büchern haltet. Ansonsten war's das. Bis bald!